Wenige Stunden nach dem blutigen Bombenanschlag entstand dieses Polizeivideo. Ein Sonderkommando dringt in eine Wohnung in Istanbul ein, überwältigt eine Frau. Die mutmaßliche Bombenlegerin, wie es heißt. Gefunden wurden angeblich auch Munition und Bargeld. Ein energisch blickender Innenminister kommt heute früh zum Tatort. Da liegt laut Medienberichten schon ein Geständnis der Hauptverdächtigen vor. Sie habe, heißt es, im Auftrag der kurdischen Terrormiliz PKK getötet, beziehungsweise deren nordsyrischer Ableger YPG. Wenn wir sie nicht festgenommen hätten, hätte sie sich nach Griechenland abgesetzt. Wir kennen diese Terrororganisation. Wir wissen auch, wer sie unterstützt, wer mit der PKK Informationen austauscht. Das sind die eigentlichen Schuldigen. Gemeint sind die USA, denen der Minister eine Mitschuld unterstellt. Kritische Nachfragen, ob auch andere Täter in Frage kommen, gibt es nicht. Für Ankara ist die Sache klar, für Experten etwas überraschend. Auch wenn die türkischen Geheimdienste sehr gut vernetzt sind und sehr gute Überwachungsarbeit leisten, ist es doch merkwürdig, dass man in dieser Geschwindigkeit nicht nur Ermittlungsergebnisse präsentiert, sich seiner Sache sicher ist, sondern auch ein politisches Narrativ präsentiert, was dieser Anschlag zu bedeuten hat. Bekannt hat sich die PKK nicht zu dem Anschlag. Im Gegenteil, im Netz weist sie jede Beteiligung zurück. Ebenso die Kurdenmiliz in Nordsyrien. Beobachter sehen viele offene Fragen, zum Beispiel, welchen Nutzen die PKK aus einem solchen Anschlag ziehen könnte. Andererseits müssen wir auch sagen, wie die Entscheidungsstrukturen in diesen Organisationen funktionieren, da kann es Binnenlogiken geben, die uns vielleicht auch nicht ganz so zugänglich sind. Das bedeutet, an diesem Punkt sehr viele Fragezeichen, aber es bleibt einfach sehr viele Spekulationen. Istanbul war in den letzten Jahren von Anschlägen verschont geblieben. Anders als 2016, wo die Stadt Schauplatz gleich mehrerer Terroranschläge war, sowohl der PKK als auch der Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat. Gerade der Kurdenkonflikt, so fürchten viele, könnte durch die Bombe gestern wieder an Brutalität zunehmen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass immer dann, wenn Wahlen anstehen und wenn die politische Konfrontation sich aufheizt, dass dann die kurdische Karte gespielt wird und dann auch der Kurdenkonflikt in der Türkei zur Eskalation gebracht wird. Heute wurden in Istanbul die Opfer des Anschlags beigesetzt. Unter ihnen eine 15-jährige Schülerin, die zusammen mit ihrer Mutter getötet wurde.